Hey Leute, ich bin Sichi und willkommen zum Let's Play von Dead Space 3. Okay, das ist Part Nummer 6. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach dieser Ische, beziehungsweise nach diesen Codes von der Ische, und wir sollen da hingehen, aha. Wir haben die Codes oder so, die können wir jetzt hier verwenden, oh okay. Gut, dann gehen wir rein. Es sind ja gerade... Wow, hier gibt es gerade schön was zum Einsammeln. Ich hab ihn. Hey, Santos, ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. Mhm. Wow. Versteckt Rosetta. Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Vollstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende. Yeah. Oh, hier kann ich den Anzug verändern. Ja, das war's. Das war so die optionale Mission. Okay, die haben wir abgeschlossen. Wir haben ja noch ein paar andere Anzüge. Wir haben ja hier den normalen, ne? Der ist ganz normal. Dann den, der sieht richtig cool aus. Und den goldenen möchte ich jetzt mal anziehen. Einzigartiger EVA-Anzug. Oder EVA. Ist eine goldene Apparatur. Okay, komm. Den wollen wir anziehen. Ein bisschen umstylen. Dann gucken wir mal, wie der aussieht. Transformation, bitte. Oh yeah. Geil. Komplett Gold. Oh mein Gott. Gucken wir, ob wir irgendwas upgraden können hier. So, Trefferpunkte. Dass wir mehr Leben haben. Das ist die Luft. Das ist die Panzerung jeweils. Stase. Da fehlen mir ein paar Teile. Das ist die Dauer davon. Nachladen. Chinese. Wir könnten eigentlich mal die Reichweite erhöhen, oder ich weiß nicht. Trefferpunkte finde ich eigentlich immer ziemlich wichtig. Ja, mache ich das. Okay. Vielleicht machen wir noch die Stase, die Dauer davon. Ja. Okay, das reicht erstmal. Gut, ein goldener Anzug. Jetzt guck dich mal an. Ha! Ghetto. Ghetto, Bitch. Er hat Cash, Boy. Gut, wir müssen jetzt wieder zu unserem Hauptziel. Okay. Und ab ins All. Bock doch eigentlich ziemlich. Okay, raus mit uns. Wow. Gucken wir erstmal, dahin müssen wir, okay. Wie das hier aussieht, ey. Wow, was ist das denn? Da ist auch was. Egal, lassen wir es in Ruhe. Sauerstoff habe ich genug. So, ab zurück zu dieser Station. Wodurch wir dann zu unserem Ziel gelangen. Landen, so. Okay. So. Terra Nova ist unser Ziel, genau. Eben gerade so mein Handy. Schön geklingelt. Okay.
diese Dinger noch funktionieren nach 200 Jahren. Okay, wir sind da. Das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es ausschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Okay, machen wir das. Alles klar. Luft haben wir. Unser Ziel ist da vorne gleich. Hier ist nichts. Ist da was? Oh, wieder ein schwerer Standardrahmen. Okay. Okay. Mal angucken, das Ziel. Die Bahnstation finden. Können wir nochmal den Anzug wechseln? Boah, bin ich erschrocken. Naja. Dann suchen wir sie mal. Das wird bestimmt lustig. Also nicht welches Stockwerk. Das dritte können wir noch gar nicht betreten. Also. Wie es hier aussieht, ey. Ah, genügend Munition, ey. Entwickelt sich zu meiner Lieblingswaffe. Okay. Hm, schönes Licht flackern, so mögen wir das. Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Mhm. Gibt es hier noch irgendwas, was ich machen kann? Was ist das? Oh, eine Nachricht. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Bell. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Naja, egal. Ach, genau wie in Dead Space 2. Dass man das so hacken sozusagen. Okay. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Ja klar. Das kriegen wir hin. Ja, immer optimistisch bleiben, ja? Es ist nur ein Raumschiff voller Aliens. Ist ja alles in Ordnung. Wir sind auf dem richtigen Weg, ja, ne? Was war da? Oh mein Gott! Ey, solche Wichser, ne? Ich hab echt gedacht, was passiert denn jetzt auf einmal? Wieso geht denn das auch an? Nach 200 Jahren geht dieses Ding da immer noch. Mein Gott, ey, hier überall Blut. Was für ein Gemetzel das hier war. Egal, ich habe einen goldenen Anzug an. Okay.
Und pisst euch, lasst mich in Ruhe. Okay. Da hätten wir die Hunde schon mal. Und dann kommt irgendwann... Genau. Ich wollte gerade sagen, dann kommt irgendwann Papa vorbei. Bam, Digga. Oh, in dein Face, Mann. Inventar voll. Ich hab echt zu viel immer. Ich sammel zu viel. Egal. Da geht's nicht weiter, also müssen wir hier runter. Relativ großes Level, wie ich, wenn ich mir das gerade so angucke. Hä? Wow. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Ah. Ich höre auch irgendwas. Hier ist auch irgendwas. Hä? Und wie finde ich das jetzt? Muss ich irgendwie X drücken oder so? Oder macht er das? Ich habe ihn jetzt abgelegt. Süß. Der sieht ja mal derb süß aus. Okay, ein Ressourcenbot haben wir jetzt. Naja. Dann such mal so. Kommst ja dann zu mir zur Werkbank, stand da. Naja, egal. Wir müssen da vorbei. Tut mir leid, Roboter, Bot. Das wird mein neuer Bro. Wow. Wow. Ihr, ich, ey, das ist doch dreist, Alter. Oh, Trickshot. Na, bleib doch mal liegen, ey. Okay, hoch mit uns. Wow. Diese Viecher, ey. Oh. Die lieben es echt von hinten zu kommen. Das ist ja fast wie im Black Ops 2. Hat da irgendwas noch gehört? Was ist das? Oh, Munitionsclip. Oh, ich bin schon voll. Das gibt's doch nicht. Oh, eine Bank. Boah. Hey, geht weg von mir. Okay, dann gucken wir mal. Ist der Sucherbot jetzt schon angekommen und hat was für mich? So. Ist mein eigener Plan. Hier eine Schrotflinte haben wir ja. Falls vorhanden. Aber wir haben schon eine Schrotflinte, also brauchen wir sowas nicht zu bauen. Waffen-Upgrades, ja genau. Wofür wollen wir das verwenden? Feuerrate. Ich hätte gerne eine für den Schaden.
Hier könnte ich die Feuerrate auch nochmal verwenden. Ich habe da schon mal Feuerrate. Clip. Ich spiele ja mehr mit der Waffe, also kann ich das ja noch da so benutzen. Oh ja, okay. Save. Neue Waffe bauen? Nö. Nö. Ist klar. Das ist ein Textlog. Okay, gehen wir weiter. Wir wollen ja eigentlich nur hier weg. Komische Dinger. Und suchen nach unserer Fluchtkapsel. So können wir sie ja nennen erstmal. Aber anscheinend ist sie kaputt. Und wir brauchen ein paar Teile. War ja klar, dass unser Aufenthalt hier etwas länger wird. Oh. Oh, ein Fetter. War das nicht so, dass bei ihm so... dass da irgendwie die ganzen Viecher rauskommen? Ja, wenn man... man muss ihm auf die Füße schießen, weil sonst kommt alles aus ihm raus. Das wollen wir nicht. Ich werde auch nicht auf ihn einstampfen, ey. Nee, Mann. Okay. Necromorphs können doch nicht Türen öffnen, oder? Wow. Scheiße. Fuck. Was ist das denn, Alter? Alter. So viele gleich. Schieß ja noch auf die verfickte Beine, Mann. Verrückt, Alter. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass auf einmal so viele kommen. Okay, ich muss dahin. Was habe ich jetzt gemacht? Wow! Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Die Bahn freiräumen, okay? Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. Okay, irgend... wow. Irgendwas blockiert das. Ich habe da ein ungutes Gefühl dabei. Was? Was ist das für ein Vieh? Das sieht echt... ich würde dir jetzt was sagen, aber... wie, Alter, sieht das eklig aus. Ach du Scheiße, Mann. Ersatzteilbox. Okay, Ersatzteilbox. Du Scheiße, ey. Ih, Mann. Okay, wieder schön mit dem Fahrstuhl fahren. So. Ziel. Die Bahn freiräumen. Okay. Ein möglicherweise blockiert ein Stück Fracht in der Hülle der Terra Nova die Schienen. Ja, ja, Leute. Zwinker, zwinker. Ein Stück Fracht. Hm? Was zur... ach so. Gedacht, warum? Wieder eine Nachricht? Naja, kann man ja abhören. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Crack... okay. Ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion.
Okay. Wir packen das schon. Da müssen wir was drücken gleich, aber ich sehe noch, dass hier ein paar Sachen sind. Textlog und... Ah, ja. Ein bisschen Leben, aber das brauchen wir nicht. Okay, was ist das jetzt? Was soll ich jetzt machen? Hä? Was passiert, wenn ich R1 drücke? Ach so. Das ist jetzt ein Puzzle oder was? Tatsächlich. Hier merkt man gerade, dadurch, dass es zwei Sachen sind, dass es eigentlich für den Koop ausgelegt ist. Ja. Egal, dann denke ich für zwei Leute mit. Yeah! Okay, wie sieht denn das aus? Das hat so eine Öffnung da. Okay. Puzzlespiel für Arme. Gut, das... Eine komische Form, dieses Ding. Egal, passt. So ein X. So, okay, letztes Stück, dann haben wir es geschafft. Boah, Leute. Ach du. Ist da ein Ding da? Seht ihr das auch? Was bist du für ein Vieh, Mann? Achtung. Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Ja. Bitte Vorsicht walten lassen. Ja, ja. Biologische... Wow. Diese Säure-Dinger, Mann. Wow. Fick dich. Der Sucherbot ist an meiner Werkbank. Gut, dass ich das jetzt weiß. Oh, scheiß Säure, Mann. Oh, so, gut. Egal, hiermit beende ich erstmal diesen Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, Leute, ich bin Sichi. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.